So, hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. In den Hauptmenü. Ja, bevor ich loslege, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Vielen Dank für weitere Kommentare, weitere Tipps. Finde ich sehr gut, sehr nützlich für mich auch für euch. Und zwar in dem Sinne, ich werde das mal mit Jan, den komischen Heini da, versuchen, die überschüssigen Sachen zu verkaufen an ihm. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so, dann kleistert er halt unsere Kultur noch mehr zu. Und dann möchte ich noch gucken, ob wir die Hauptquest wirklich fortsetzen müssen oder ob ich mit euch in Vorspulzeit echt mal richtig Eisenerz sammeln kann in dieser Gecko-Station. Ohne dass ich unterwegs irgendwas antrigger. Das wäre mir sehr, würde mir sehr am Herzen liegen. Hier wieder Sammlung, ne? Das kennt ihr alle schon. Sorry. Da war gerade der Frosch im Hals. Nicht so geil. Natürlich mache ich erstmal das hier. Die drei Sachen, ne? Wurde empfohlen, das reicht auch, wenn ich das nehme. Okay, hier kriegt man auch Hartholz raus. Gut, sollte ich mal öfters sammeln dann. Auch wieder. Es ist immer sammeln, ne? Nichts ist im Weg, aber das ist immer mit Sammeln. Stahlstange. Ja, warte mal. Ich habe doch Eisenschrott eine Menge und da kriegt man auch Stahlstange raus. Oh. Das ist sehr gut. Ja, da wäre es eigentlich auch besser gewesen mit mehrere so eine... Aber ist egal. Ist nicht so schlimm. So, wir wollen ja mal das Überschüssige rausholen. Erstmal sortiere ich wieder alles ein. Sorry. Das cutte ich kurz mal raus. So, ja, ich sage immer sehr viel so, wenn ich anfange. Dann sagen wir es einfach mal, ja, hier habe ich schon das ganze Überschüssige rausgeholt, was ich so nicht mehr brauche, nicht mehr benötige. Und ja, damit geben wir einfach mal, okay, diese Wiederverwerter möchte ich alle nicht verkaufen. Ich möchte sie behalten, falls doch mal irgendjemand, ne, in Auftrag sowas haben möchte, so wie er hier, Wassertank. Für 5.900, das wäre ein großes Anliegen, wenn man so viel, aber nein. Ich glaube, das machen wir nicht. Da war was anderes noch. Hier zum Beispiel Kunststoffrohr. Davon haben wir 85 Stück. Herausragend haben wir auch. Ist mehr als genug. Das hier werde ich bestimmt nicht verkaufen. Stahlstange, geerbte. Also das, was wir brauchen, verkaufe ich nicht. Das, was wir nicht brauchen, das können wir verkaufen. Also hier an den Leuten verschenken. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, kein Reiz hierbei zu haben. Aber ist nicht so schlimm. Alles gut. Wir gehen mal kurz mal zu Jan rein und schauen mal nach, ob das auch wirklich funktioniert. Ich hoffe es. Ja, Verkauf. Ach du meine. Gut, hier. Geht das? Ist immer nur eins. Oh, es funktioniert. Oh, es funktioniert. Oh. Dadurch wird ja immer noch reich. Wie viel Geld man dafür kriegt. Für das Pokal kriegt man auch ganz schön viel, aber nein. Das wollen wir ja zu Hause noch. So, diesen zerrissenen Jeans. Wie geil ist das denn? Hier, bitteschön. Nimm, gönn dir und gib mir dein Geld. Sehr gut. Gefällt mir. Danke für den Tipp. Funktioniert super. La 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 la
Sandhut kann ich bisher immer noch nicht machen, ne? Oder? Eigentlich schon. Und hier habe ich noch drei Säcke von dem Zeug. Okay, gut. Vielen Dank. Hat super geklappt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Sachen Stahlschwert, schwerer Schwert. Es gibt ein Einhänder-Stahlschwert. Das ist sehr gut. Ein Babybett gibt's auch. Einzelbett, aber es gibt keinen Kupferlautsprecher. Brauchen wir ja. Brauchen wir ja. Müssen wir ja auch haben. Ach, guck mal, das ganze Zeug, was ich verkauft habe, verkauft er jetzt hier. An andere Leute. Also, naja, eigentlich an uns nur. Andere kaufen hier nichts. So, cool. Oh, ja. Ich glaube, das mache ich mal. Und danach renne ich los und werde wieder. Ja, wie soll ich sagen? Eisenerz sammeln. Weil wir brauchen Eisenerz und Lehm. Also, ne? Ohne viel Gelaber und Palaver machen wir einfach mal mit Vorspultime das hier mit die Untersuchung, ne? Also bla bla. Und dann rennen wir sofort los. Ohne Umschweife. Ich denke mal, die Hauptquest kann man auch später machen. Jetzt aber hier und sofort mit euch Eisenerz sammeln an dieser Stelle. Wir hören und sehen uns gleich wieder. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Ja, und ja, jetzt gibt es hier schon mehr Unterbrechung. Das ist das, was ich immer hasse. Heute ist der Tag des Gruppenfotos. Ich sollte nachsehen gehen. Ja, super. Ich wollte eigentlich ja nicht die Hauptstory weitermachen. Ich wollte eigentlich mit euch nur Ressourcen sammeln. Jedes Mal das Gleiche mit dem Spiel. Aber okay, gut. Wir gehen jetzt hin, machen diesen blöden Gruppenfoto und dann schauen wir mal. Ja, genau. Okay, er macht selbst. Alles gut. Dann sammeln wir weiter. Auf jeden Fall. Wir haben nämlich schon über 500 Erze gesammelt. Ich möchte noch viel mehr, weil wir brauchen immer irgendwas an Ressourcen. Egal was. So, und jetzt bin ich still. Oh, there you are. I think that's about everyone. Go ahead and take your place for the group photo. Aber natürlich, Trudy. Natürlich, Trudy. Ich komme jetzt zu dir und wir machen Gruppenfoto. Wo bist du, Trudy? Wo bist du im Bild? Bleibst du hinten? Bedeckt? Das ist nicht gut. Finde ich ehrlich gesagt nicht fair. While we're all here, I just want to take a moment to thank everyone for being here at the Little Woods and for always being there for Sandrock. Sie bedankt sich bei uns allen, okay. Aber warum kommt sie nicht mit auf dem Foto? Nee, Mathilda. Das würde die Sache. Ja, egal. Lasse machen. That's right. It's been a long road up to this point. But at the end of the day, there's one thing we can all agree on.
This town is our home. Ja, aber Trudy, du gehörst doch hierher. Du warst eine lange Zeit weg. Ja, finde ich okay. Die anderen finden es nicht so gut. Aber trotzdem, du hast mitgewirkt, das Ganze. Du hast die Leute dazu animiert, die Bäume anzupflanzen. Also, wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in den Kommentar, wie ihr das seht. Also, ich finde das nicht fair, was die hier machen. I'm happy to announce that this small grove we've planted is only the first step. After this, City Hall will begin working to secure funding for a new project. The building of a road to Portia. Dem Bau einer Straße nach Portia. Oh. Ob wir das noch erleben können? Portia mit Straße? Also ich würde schon gerne mit einem geilen Auto oder halt mit einem Jagdmehl oder Reittier, was auch immer, gerne zu Portia mal reisen. Mit diesem Charakter hier. Ich würde gerne mein altes Ich mal begrüßen. Wäre witzig. With this road, we can shorten the distance between us and that city-state, driving down the cost of imported water. Ah, wäre eine gute Idee, ja. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. With a proper water source and our newfound ability to plant trees in the desert, it is my belief, no, my conviction, that Sandrock will be green again. Ja, das wäre uns allen. Ja. Denke ich mal. Genau. Alle klatschen. Madam Mayor, do you mind stepping into the frame? Das wäre gut. Komm ins Bild, Trudy. Komm schon. Du bist die Bürgermeisterin. Of course. Ach, sie kommt doch auf dem Bild. Also braucht ihr doch nichts kommentieren. Ja, da. Dann ist ja alles gesagt, was gesagt wurde. Sie verkrümelt sich da hinten hin. Ist es ihr Ernst? Everybody say trees. Das finde ich absolut nicht fair, dass sie als Bürger dargestellt wird. Nicht als Bürgermeisterin. Das finde ich absolut nicht okay. Die sollte neben Mathilda stehen. Direkt. Aber naja. Wo ist es schon fair, ne? Trees! Now, where's the other mayor? The woman you wanted featured in the article? Ma'am, time for your close-up! Welche Frau? Mr. Ernest, do you mean me? I'm the minister here. Apologies, apologies to be sure. Still getting used to how you all run things in Sandrock. I'm sure you're very busy as well, so let's just come with me and we'll find you a nice backdrop for your front pager. Mm-hmm. Yes? Thanks again to everyone for being here. As they say, see you in the funny papers. Hab ich ein Foto geschossen, also ich hab nichts gesehen. Alright, folks, show's over. Head on back to your homes. Silvercore, let's escort. Unsure? You're on the perimeter. Cap, you're with me. Pen, you stick with the minister and poofy pants guy. Roll out. Yep. Oh, you just had to try. He didn't even look at the photo. Okay. Alle gehen wieder? Mhm. Extra Foto. Aha. Mm-hmm. Say fuzzy pickles. What the? Dang it, both. Huh? What the? Careful, I'll handle this. Was zum Teufel? Warum hat der das gemacht? Yeah. Pastorin ist weg. Justice, are you all right? Uh-oh. That was cool, boss. My gosh, that was Logan! Ja, ich weiß nicht, warum das getan hat. Oh, the humanity! They took Mathilda! Won't someone go after him?
Also nur zur Info, das ist hier die Hauptquest und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Nebenquesten werde ich überspringen für euch. Kein Problem. I'm afraid those two are long gone. Are you all right, Sheriff? Do you want me to help you up? We could come back later. Warum lacht er so? Okay. I'm more than all right, buddy. I got him right where I want him. You do? I've got it! Justice, while careening through the air, must have reached into his utility belt and whipped out a tracking device, attaching it to Logan's horse, which will lead us directly to his lair! Brilliant! Mm-hmm. Tracking what? What kind of budget do you think we have? No, the substance stuck to that sinful scoundrel steed was none other than catnip. Mm. Captain? Ho! Now, all we have to do is... Dang! He's going pretty quick. Unsure. Let's ride. You too. Anybody who can fight. It's now or never. Follow that okay, cat. Okay, jetzt müssen wir. Wir müssen you damit heard machen. The man. Anyone willing to fight? Get whatever supplies you need from town and follow that cat. Oh Mann, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Was? 1000 Meter? Jetzt soll ich 1000 Meter rennen? Seid ihr verrückt? Der rennt auch. Okay, ich renn mit. Alles klar. Da spule ich mal vor, bis zum nächsten Cutscene. Okay, wir sind gleich da. Ein Pfeil? Warum ist da ein Wegweiser? Hä? Oh. 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 Okay. Das war für mich gerade neu. Sind wir jetzt in ein neues Gebiet? Ist ein neues Gebiet? Okay. Also, ne? Waffe ist geladen. Oh, nee. Nicht Dungeon. Hey, nein. You're here. Just in time. Ja, aber ich gehe da noch nicht rein. We have lost Captain. But the catnip dropped off in this spot. So that means Logan and Matilda are inside. This will be high on danger. I drew up a plan before for something specifically like this. But I don't have time to dig it up. So here's plan B. We go in. We stick close. I'll cover you. Let's move. Mhm. Ich will aber nicht. Ich will nicht rein. Leute, ich wollte da nicht rein. Erforsche die Höhle. Ich wollte diese Höhle nicht erforschen. Guck doch mal, was da alles auf uns wartet. Ach du meine Güte. Ist das nur... Bin mir nicht sicher, ist das nur dieses eine... Ich hoffe, das sind keine mehrere Etagen. Ich wollte... Ich wollte doch nur Ressourcen sammeln. Jetzt kann ich hier noch weitere Ressourcen sammeln. Okay, ich spule das ganze Ding vor bis zur nächsten Cutscene. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for it. Shh, did y'all hear that? Da. Ups, habt ihr das gehört? We have ways of making you talk. Yeah, we have ways. Please, I don't know anything. Liar! Tell us where the water is. Hä? Said the blind? Yeah, tell us where the water is or else. Water? You want to steal our water next? Logan, you don't have to do this. Andy, the instrument. Yes, sir. Oh mein Gott, wollen sie ihr foltern? No, not that. Anything but that, please. Someone help me. Do it. No. Dang. What are they doing to poor Matilda? We gotta hurry. Weapons hot. Let's do this. Tell us what you know, Minister. Oha. Was
machen die da? Reach for the sky, Banditos. The jig is up. Justice. Just don't have to get messy, Logan. Killern. Listen, it's not too late to turn yourself in. We can go easy on you. Just hand over the feather, nice and slow. You sure you got enough folks to bring me in? Yeah, I mean, yeah, pretty sure. Let's find out. Finden wir es heraus. Okay. Hä? Was? Ach, der greift mit solchen Mitteln an, ja? Lass mich mal die Erde auf den Kopf schmeißen. Hallo? Ach, du meine Güte. Nee, weg da. Oh, fuck. Der ist ja richtig gut. Ich muss hier weg. Oh. Einen Moment. Ich muss hier kurz mal was nehmen. Das ist nicht gut. Egal. Ne. Also der ist ziemlich stark. Ne. Ich kann ihn nicht helfen. Verdammt. Okay. Also gegen Schusswaffen sehr attraktiv. Und ausweichen muss ich auch. Nein. Verdammt. Ah, jetzt muss ich schon wieder nachladen. Er lässt mich nicht nachladen, ne? Bis zur Hälfte. Bin gespannt. Ich glaube, ich muss danach mal die Schusswaffe wechseln. Haut er ab? Are you all right, Minister? That awful brute tied your restraints with such unamicable stringency. Double knots, really? What an animal. Yes. Thank the light you all showed up right in the nick of time. My wrists are a bit sore, but other than that, I'm fine. Mm-hmm. Sorry you got kidnapped, ma'am. I hope you won't let this reflect poorly on the reputation of the Civil Corps. We try really hard, you know. Dang it. We were so close this time. Mm-hmm. Let's just get the minister back to town. She's been through enough for today. I'm all right. Just a bit dizzy. Whew. How did you find me anyway? Minister, I thought you'd never ask. Huch. Verlasse die Höhle. Okay, dann können wir hier endlich die Höhle verlassen. Und das spule ich auch noch vor. So, da sind wir raus. Ja, jetzt müssen wir zu den Leuten. Oh, was ist denn das hier? Kann man hier noch Sachen sammeln, oder? Kann ich? Nee, schade. Aber es ist eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Sehr interessant. Verlassene Stadt. Hier war früher mal eine Stadt anscheinend. Aber naja. Dann mal raus hier. Ja, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass es so lange geht. Ist auch keine Absicht von meiner Seite aus. Ich wollte eigentlich nur mit euch farmen. Aber naja. So then the captain dashed off real quick in. Whoa. Die Leute sind schon mit Waffen hier. We came as fast as we could. Aha, okay. Ihr müsst auch alle übertreiben mit Waffen, ne? Matilda, are you all right? Natürlich ist alles in Ordnung. Where is Logan? Geflüchtet. He got away. Ja. He was in a frickin' cave. How do you dolts manage to bungle this one?
Inconceivable! I guess as long as the minister is okay. Naja. No refunds on the pitchforks, folks! Now, everyone. Let's all just calm down. Enough! I've had it! Das wurde rechts nach links teleportiert, oder was? Was soll das? I demand that Logan be brought to justice! Du weißt ja nicht, warum und weshalb und warum die da Wasser wissen. Ja! Yeah. That's right! Nein, bin ich nicht dafür. To me? It's clear that our current regiment is simply not up to the task! Miguel, it's all right, I'm fine. The Civil Corps and the Builder found me. Pen! Where was the Protector of Sandrock at the ceremony? Was he not supposed to be watching over you and the photographer? Well, you see, Pastor, what happened is they had this new dish at the Blue Moon and... Silence! Resting on the laurels of our mayor's experiment, we can't let this bandit ruin our future! Force us to live in fear! It was the minister today, but it could be any one of us tomorrow! Miguel, übertreib's doch nicht immer. Der übertreibt und übertreibt und übertreibt. Es wird mir nicht wundern, wenn er doch noch zu irgendwas wechselt, was wir nicht erhoffen. I've said it privately, now I'll say it here in front of everyone. Our city needs aid. Someone who specializes in tracking down scum like Logan and his gang of miscreants. To put an end to this once and for all! Der regt sich zu sehr auf. Ich finde das voll übertrieben. Wir haben doch die Pastorin gerettet. Was ist sein verdammtes Problem? Nur weil er immer noch auf freien Fuß hängt? Trudy, you no doubt are aware of what I am alluding to. Yes. There was that specialist you wanted me to hire. Mm-hmm. Pastor, I appreciate your concern for my safety and that of the rest of us, but your specialist is not within our means. We have to trust in our core and push forward with the development of Sandrock with the road to Portia. Finde ich auch. Minister, with all due respect, there is no price too great to pay for lives. I'm tired of treating Logan like some petty criminal when he should be regarded as public enemy number one. Kann es sein, dass Miguel in die Pastorin verliebt ist? Dass er sich so aufregt? Also, ich frag nur, ne? Also, mein Charakter dreht sich schon weg. I say we focus all our efforts on removing Logan. Then, and only then, can we safely hope to move forward. What do you say, Sandrock? Beseitigen. Du meinst schnappen und einfangen, nicht beseitigen. Da geht er ein bisschen zu weit, meint ihr nicht? If that's what everyone wants, maybe we don't have a choice. Mhm. There's always a choice, Mayor. No matter how incensed y'all are, the best laid plans are done so by cooler heads. For now, all y'all head on back to your homesteads. Don't y'all worry about me, I'm fine now. Thank you, Builder, and our brave men of justice for saving me. Trudy, Civil Corps, and Pan, stick around, please. Mich würde schon interessieren, wo Logan ist und wie Teil der Coolen Kids. Ja, ich wüsste gerne, wo dieser Logan ist, um natürlich herauszufinden, seine Geschichte. Worauf anspielt, was er möchte und. Aber das geht eindeutig zu weit. Bin ich der Meinung. Es geht eindeutig zu weit. Naja. Ja, wow. Bringt auch nicht viel. Gut, dann laufe ich mal wieder zurück zu unserem Haus. Und das spule ich an. Nee, das cutte ich mal raus. Ausnahmsweise. Ja, da sind wir wieder zurück. Und ich habe hier noch was gefunden. Einen Speer.
epischen Speer sieht mega geil aus. Boah. Hammer. Also ich würde es gerne mal in Einsatz sehen. Und habe noch offscreen natürlich ein bisschen einsortiert in die Kisten, aussortiert und. Sehr interessant. Und wie ich sehe hier bei der Pflanze, muss ich auch mal kurz gucken. Da fehlt schon wieder Wasser. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? Wie geht das am besten? So, dass alle... Ja, genau. So. Bisschen Wasser geben. Dünger habe ich auch schon wieder vergessen zu kaufen. Oh Mann. Über Blödheit braucht man ja nicht reden, ne? Aber okay, Hauptsache, die kriegen Wasser. Das ist die Hauptsache. Ziemlich viel Wasser. Und wir haben einen Brief bekommen. Einen Brief. Von Mr. Cree. Oh, Anleitung für Mahjong-Tisch. Oh, das war Mahjong-Tisch. Okay, wir brauchen das nicht lesen, ne? Finde ich jetzt nicht so notwendig. So, und hier noch was von Mr. Cree. Ich mag das wirklich. Hoffe, es gefällt dir auch. Oh, wir haben Reliquienbeutel. Oh, dankeschön. Alles von Mr. Cree, also... Der mag uns anscheinend sehr dolle, dass er uns Geschenke bringt. Gehe zum Spielezentrum. Das Erbe von Sandrock sind wir noch nicht fertig. Ja, ich glaube, dass mit den Eisen haben wir schon mehr als genug gesammelt. Wir haben auch nebenbei Graphit gesammelt. Finde ich ganz gut, aber einzige Problem ist Quarz. Das haben wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wir können noch mehr Stahl herstellen. Oder mehr Chromstahl. Chromstahl brauchen wir so oder so. Und dann noch ein bisschen Stahl. Verstärktes Glas möchte ich gerne, aber das, glaube ich, machen wir dann beim nächsten Mal. Und da habe ich noch einen Ofen, was noch... Oh, das muss noch gesäubert werden. Einen Moment. Vier. Gucken mal. Aber... So richtig sauber zeigt das auch nicht an, ne? Nö. Geht nicht. Das zeigt immer noch, dass ich putzen soll. Komisch. Naja, wer weiß. Wer weiß. Egal. So. Nein, nicht so. Jetzt aber. benutzen. Wir gucken mal. Herausragend. Haben wir gerade nicht. Wir könnten Kunststoff verkaufen. Öllampe müssen wir herstellen. Wir gäbte Krakrakra. Und Stahlstange könnten wir eigentlich jetzt. Wir haben 6 perfekte. Wir haben 19 perfekte. Ja komm, machen wir einmal. Wegen Geld. Wassertank? Ich weiß nicht. Was braucht denn der Wassertank? Unter weiteres. Gefälschte Jagdbild-Dingsbums müssen wir auch noch bauen. Okay, das mache ich. Dachanzeige müssen wir auch noch bauen. Wo ist denn jetzt, verdammt, Wassertank? Bist du hier irgendwo? Hier nicht. Einfache Markise, wegen Sonnenstrahlen. Hier, Wassertank. Was brauchen wir dafür? 2 Ventile, 8 Eisenplatten. Ach du meine Güte, davon hat gar ja nichts. Und da brauchen wir auch jede Menge Stahl. Jede Menge Stahl. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Einfach so. Nö. Steht nicht ein. Nö. Lass uns Mahjong spielen. Nö. Ist es hier auf Zeit? Nö. Mahjong, ist das auf Zeit? Nö. Aber das hier wollen wir, ne? Einen Moment, ich guck mal, ob ich Stahlstange perfektionieren kann. Ja, nur 3er. Wow. Okay, Fluorid brauchen wir.
Ja, ich stelle auch schon Stahlschlangen her, ne? Also. Industrielle. Ach du meine Güte. Chromofenboten. Ja, wow. Okay, das ist ganz schön. Also, man braucht ganz schön viele Ressourcen. Das reicht hinten und vorne nicht. Das bisschen Eisen, was ich da gesammelt hatte. Da müssen wir zukünftigerweise noch viel mehr sammeln. Viel mehr. Na gut, nächste Folge können wir leider nicht mehr sammeln. Schon, aber während der 20 Minuten Aufnahmezeit, ne? Das bedeutet, ja, es wird wieder ab morgen ganz normale 20 Minuten Folge. Vielleicht auch kürzer, je nachdem. Und ja, mehr kann ich nicht mehr sammeln. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja noch Zeit, offscreen was zu machen oder nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch viel mehr an Ressourcen. Auch Leben. Was ich immer noch nicht erfunden habe. Ich denke mal, das ist noch in die alte Tauchmine. Aber ist egal. Je nachdem. Wir schaffen das. Wir machen das schon. Irgendwie. Ist egal wie. Auf jeden Fall Schaltkreisen hier könnten wir eigentlich auch schon bauen. Wir gucken mal. Schaltkreise. Bitte auch mal nachgefragt. Ja, da brauchen wir jedes Mal Kupferdrähte. Könnten wir eigentlich mal machen. Ein paar Kupferdrähte bauen. Ja, komm, machen wir ein bisschen mehr Kupferdrähte. Schon mal anschmeißen fürs nächste Mal. Und dann können wir auch diesen Auftrag annehmen. Schaltkreisen. Nicht Kupferdraht. Mit den Schaltkreisen, genau. Ja, sie möchte immer Schaltkreisen haben. Gut, wie gesagt, nächste Folge geht's dann weiter. Aber normale Runde, 20 Minuten. Dann sehen wir uns dann morgen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weitere My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von Sandrock. Ciao mit V, tschö mit Ö. Tschüss.